In Friedenszeiten spielten die Glocken der Samurai eine beruhigende Melodie. Nach diesem Tag war für lange, lange Zeit keine friedliche Welt. Bäm! Überragend. Tot ist er. So, was? Das Tor ist auf. Es war vollbracht. Hinter diesem Tor lagen Beute, Ruhm und Reichtum. Der große Raubzug des Kriegsblut-Clans wurde zu einer Legende. Und damit haben wir dann den Wikinger-Part geschafft, vor 5 Jahren. Wenn die Kommandeure der Eisernen Legion davon erfahren... Nun können wir frei sprechen. Gut, das macht es leichter. Wir alle sind eure treuen Diener, Herren. Also, wie lautet der wahre Plan? Krieg. Der natürliche Zustand unserer Spezies. Aber diese Monster fliehen davor. Feiglinge, wir müssen für sie tapfer sein. Wir können kaum hoffen, überall Krieg zu entfachen. Oh doch. Wenn wir unsere Feinde dafür gewinnen können. Okay, die hatten ja schon lange den Plan gehabt, okay. Du hast Wikinger-Story in Schwierigkeit leicht abgeschossen. Und der nächste Erfolg. Arbeitet hart für seine Beute. Schließe die Wikinger-Kapitel ab. So. So, es geht weiter. Es geht jetzt mit Samurai los. Dadurch, dass man jetzt die Pflicht. Die Stadt stand offen. Es gab nur einen Krieger unter den Samurai, der die Katastrophe hätte verhindern können. Ein einzelner Orochi, seit Jahren in eine Zelle eingesperrt. Diese Gefangenschaft stand kurz vor ihrem Ende. Okay. Wir Samurai sind in der Unterzahl. Jeder unserer Krieger muss es mit 10 unserer Feinde aufnehmen können. Jeder Orochi nimmt es mit 100 auf. Schnell, stark,
die wahren Meister des Katana. Ihre Rüstung, die perfekte Balance aus Flexibilität und Stärke. Es sind die besten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Olle. So, dann werden wir mit dem mal... Oder sieht viel besser aus in der Rüstung, weil... Na gut, der hat zwar noch Stacheln, aber hier hat er noch eine bessere Rüstung. Immer den! Auf geht's! Pflicht. Heimat. Wir Samurai haben unsere Heimat vor langer Zeit verloren. Für uns bedeutet dieses Wort nun etwas anderes. Wir fanden eine neue Heimat, aber wir müssen kämpfen, um sie zu behalten. Aus meiner Zelle heraus würde ich niemanden bekämpfen können. Aber meine Freunde, meine Daimyo, fanden eine Gelegenheit und nahmen sie wahr. Brenn die Stadt nieder. Wir gehen. Ich sagte, wir gehen. Also los. Das geht nicht. Und genau deshalb seid ihr hier gelandet. Schnell dadurch. Feuer war die Lösung. Okay, Brandpfeile. Sprengen wir das Tor auf. Waka! Joho, wieder ein Schwert. Aua! Mal ein paar Töpfe. 1, 2, 5. Wir waren zahlenmäßig unterlegen. Feuer würde das ausgleichen. So, hier haben wir noch was.
von 5. Yo. Sorry, dass ich nicht so viel laber, aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Schlagen den Feind zurück! Erstmal safe gemacht. Ups, sorry. Jaha, ich hab's doch schon verstanden. Das war nicht die merkwürdigste Verteidigung, an der ich je teilnahm. Na, dann kommt mal her. Wo ich bleibe.
So, weitere. Au! So, 15. Nochmal einsammeln. So. Alles abgedeckt. Na komm, rennt mal schön rein, jawohl. Ja, erfüllt. Weiter geht's. Feuer und Gift und Stahl. Es funktionierte, aber wir mussten sie noch vertreiben. Von 5.